Deutsche Schwesterseite von Left Voice in den USA und englischsprachigen Ländern. Und genau, ich wollte ein paar Dinge sagen. Zum Ersten hat uns der Angriff, die brutale Attacke gezeigt, dass es sehr wichtig ist, uns antifaschistisch zu organisieren, selbst zu organisieren, dass wir uns nicht, wenn es um antifaschistischen Schutz geht, auf die Institutionen des Staates verlassen können, auf die Polizei, die selber rassistisch ist, die selber sexistisch ist und jeden Tag ihre Repression dieses Systems an uns ablässt. Es ist auch sehr viel Richtiges gesagt worden über Trump und die AfD, aber man muss auch anmerken, dass zum Beispiel in der BRD die jetzige Politik, die rassistischen Gesetze, die Polizeimaßnahmen, die Abschiebungen durchgeführt werden in verschiedenen Ländern als auch bundesweit von der SPD, von der CDU, von den Grünen und auch von der Linkspartei, da wo sie regiert. Wir müssen uns also bei diesem Kampf auf uns selbst verlassen. Und es ist klar, dass dieser Kampf, der sich gegen Rassismus, der sich gegen rassistische und faschistische Gewalt richtet, auch gegen den Kapitalismus richten muss. Denn das Privateigentum an Produktionsmitteln, die kapitalistische Produktionsweise, war die Voraussetzung dafür, dass es überhaupt zur Rassifizierung von Körpern gekommen ist, dafür, dass wir heutzutage dagegen kämpfen. Und deshalb, nicht zuletzt, weil die ermordete Genossin auch eine Organisierte der Gewerkschaften war, ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass im Deutschen Gewerkschaftsbund auch die sogenannte Gewerkschaft der Polizei ist. Ich bin der Meinung, das sind nicht meine Kolleginnen, das sind keine Arbeiterinnen. Ihre Arbeit, die darin besteht, uns unsere Proteste zu unterdrücken und anzugreifen. Sie haben nichts zu suchen bei uns auf unseren Demonstrationen. Sie haben nichts zu suchen im Deutschen Gewerkschaftsbund. Die Gewerkschaften müssen den Lohnabhängigen gehören, den Unterdrückten und Ausgebeuteten und deren Interessen vertreten. Und wir müssen sie uns deshalb zurückholen. Und als Letztes noch eine Parole, die, denke ich mal, immer wieder ihre Gültigkeit beweist, wenn wir uns umsehen in die Staaten, aber auch nach Frankreich im letzten Jahr, Belgien. The workers united will never be defeated.